Da hat er seine vier Kühe dort oben gehabt, zwei Geissen. Und dann haben wir dann auf dem Heuboden oben geschlafen, der Vater und ich. Sie haben so diese Leiterwege gehabt, oder mit Dingen, dann mit Heu gefüllt. Und dort sind wir geschlafen. Bei dieser Leuchterreklame Mestrani, die jetzt im Bahnhof steht, die war vorher auf unserem Haus oben, auf dem Dach oben. Kindheitserinnerungen bleiben das Leben lang. In der neuen Ausstellung im Kulturmuseum St. Gallen sind die Videoclips interaktiv abrufbar. Ausgestellt sind auch antike Spielsachen und Alltagsgegenstände, wie die paar Kinderschuhe, die trotz täglichem Gebrauch nur erstaunlich gut erhalten sind. Wir haben eigentlich so eine Miniaturstadt nachgebaut mit 8 verschiedenen Räumen oder Häusern. Und in jedem von diesen Häusern wird ein Thema vorgestellt. Das kann sein, wie das Leben daheim war, in der Familie, was hat man gespielt, wie das Leben draußen war, was hat man in der Freizeit gemacht. Seit 2007 hat das Kulturmuseum viele historische Kindersachen gekriegt und dazu recherchiert. Innerhalb von 2 Jahren hat Judith Thoma dutzende Personen interviewt. Nicht nur die Gegenstände schmücken die Ausstellung, sondern auch die Geschichte der befragten Zeitzeugen. Ganz viele Menschen sagen, ja, aber ich habe nur ganz ein gewöhnliches Leben geführt, das ist doch nichts fürs Museum. Oder viele ältere Frauen haben gesagt, das ist doch nicht historisch. Ich war einfach Hausfrau. Aber wenn man eben genau hinschaut und genau hinschaut, dann ist jedes Leben tief historisch. Die Interviews der Historikerin werden jetzt als Zeitdokument für die Zukunft aufbewahrt und im nächsten Jahrhundert sicher für ein Schmunzeln sorgen. Die Ausstellung über die Ostschweizer Kindheit ist noch bis im Januar nächstes Jahr geöffnet. Wer also eine kleine Zeitreise machen will, kann hier im Kulturmuseum in alten Jahrzehnten schwelgen.